möchte gerne auf den heiligen Gott hinweisen, weil ich denke, wenn Menschen vergessen, dass Dinge heilig sind, dass etwas für sie heilig ist, dann versuchen sie auch dann bei uns als Motorradfahrer. Beim Motorradfahren ist das wirklich so, die haben eine harte Schale und ganz oft sind sie weich drin. Wir haben auch bei unseren Mädels, wie sie hier rumstehen, sieht man ihnen gar nicht an, aber Menschen sind ja eben sensibel und sensibel angesprochen. Wo wir immer wieder dran arbeiten müssen, ist einfach ein Verständnis für Motorradfahrer bei den Autofahrern, bei den Lkw-Fahrern herzustellen und die Motorradfahrer einzuhalten, Sicherheitstrainings zu machen, denn wer geschult ist, fährt besser. Ich glaube ja, das Verständnis der Motorradfahrer für die anderen ist größer, weil wir sind auch gefährdet und müssen mehr aufbauen. Hallo? Im Namen des Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Thema heilig haben wir uns heute ausgesucht. Und natürlich muss man dann seinen Heiligenschein auch geputzt mitbringen, Nicole. Dazu gehören Gerechtigkeit, Toleranz, Zuverlässigkeit, Respekt, Gemeinschaft sowie Freiheit und Demokratie. Natürlich die Natur, ohne die können wir nicht leben. Achtsam mit ihren Ressourcen umgeben, für mich im Besonderen das Wasser, da wurde ich mit getauft. Ganz oben aber stehen meine Familie und meine Freunde. Oh,
an, denken wir bei Heiligen irgendwie an großartige Helden oder an Menschen, die ja moralisch irgendwie völlig einwandfrei sein müssen. Das hat Paulus, glaube ich, so nicht gesehen. Für ihn waren das Menschen wie ihr, wie ich, die einfach geheiligt sind, von Gott geheiligt. Aber es sind auch, ja, nicht weniger große, aber vielleicht weniger sichtbare Menschen mitten unter uns, die ich dank meiner Arbeit jeden Tag treffen darf und die mir genauso Mut machen und die mich froh machen. Ja, manchmal ganz alte Menschen, die ich im Krankenhaus treffe, die wissen, dass es aufs Ende geht und die ganz ruhig und gefasst sind. Ruhiger und gelassener als ich oder als viele, die mir im Alltag begegnen, weil sie dieses große Vertrauen in Gott haben. Ready feet and the mountains so high. If you want to see God, you got to move on the other side. You said that I'm there with your head in the cloud. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly. Antastbare muss besonders geschützt werden, sonst wird es zertreten. Und darum sagt Jesus, wir sollen Gott heilig halten. Wie ist nun dein Name, Gott? Horst ist er nicht. Monika ist er auch nicht. Und Gott ist kein Name, sondern eine Berufsbezeichnung. Wen also sollen wir heiligen? Gott hat keinen Rufnamen. Name ist Platzhalter, ist Leerstelle, ein freier, unbesetzter Ort, damit Gott eben alles sein kann, alles in allem. Solange und so oft nur ein Mensch den Namen Gottes heiligt, also an die Stelle dessen tritt, der sich für die Menschheit zum Horst macht, ans Kreuz ging, solange ist Gott in der Welt. Wenn das niemand mehr tut, spielt Gott auf diesem Globus keine Rolle mehr. Und das ist dann unser Problem. Der Saison haben wir wieder die traditionelle Mahn- und Gedenkfahrt für die tödlich verunglückten Motorradfahrer. Wir beginnen die Saison mit dem Segen und wir hoffen, dass wir alle heil ankommen. Aber es ist nicht so. Und solange wir noch einen betrauern müssen, werden wir auch diese Mahn- und Gedenkfahrt durchführen. Ja.